Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal dabei seid und beim Arzenberger zuschaut. Denn heute gibt es etwas in Richtung Ostern bei mir. Und zwar das hier. Wir haben von der Firma Heidel die Ostergrüße in einer schönen Präsentdose. Wollte ich nochmal zeigen. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das hier richtig erkennen kann. Das ist eine schöne Metalldose, die auch geprägt ist. Also nicht nur bedruckt, sondern hier, wie gesagt, eine Prägung, sehr, sehr schön, gefällt mir super. Ja, auf jeden Fall haben wir eine Metalldose mit Schokopralinen, mit Nougatcreme, Pralinecreme und Milchcremefüllung. Enthalten sind 183 Gramm, 7,50 Euro habe ich dafür bezahlt und gekauft habe ich diese schöne Dose bei World of Sweets. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, da ist sie offen. Oh, schaut mal. Oh, die sind auf jeden Fall größer, wie ich es jetzt erwartet hätte. Okay, gut. Dann bereite ich mal wieder etwas vor und dann probieren wir sie. Und da geht es auch schon weiter. Ich habe jetzt von jeder Praline eine Geschmacksrichtung entnommen, habe die durchgeschnitten. Ja, die probieren wir jetzt mal von oben nach unten. Wir beginnen mit der Milchcreme. Vorher schauen wir natürlich nochmal hinein, wie sie von innen ausschauen. So, seht mal, schön prall gefüllt. So mag ich das. Jetzt müssen sie nur noch schmecken. Ich probiere mal. Nur erstmal außenrum eine sehr, sehr leckere Schokolade. Ja, Vollmilchschokolade. Auch hier schön zart schmelzen im Mund. Ja, und dann in der Mitte eine richtig schön leckere Milchcreme dabei. Die ist allerdings nicht ganz flüssig, sondern relativ fest. Schmeckt richtig schön nach Milch. Super. Also die erste Sorte ist wirklich schon mal richtig klasse, muss ich sagen. Das gefällt mir. Dann würde ich sagen, wir machen sofort weiter mit der zweiten Sorte. Unsere Praline-Creme. Auch hier ist es ähnlich. Ihr seht, die ist nicht flüssig. Okay, ich probiere sie mal. Ja. Ja, die Schokolade ist natürlich dieselbe und die Füllung ist richtig, richtig lecker. Die Praline-Creme, die ist fast so lecker wie die von Munz. Habe ich auch getestet. Diese Munz-Riegel, diese Prügeli, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Richtig lecker. Kommt geschmacklich auf jeden Fall daran. Allerdings leider nicht ganz. Okay, so, dann sind wir schon bei der letzten Sorte angekommen. Das ist hier in dem Fall die Nougat-Creme. Die schaut dann so aus. Ja, und ihr seht, auch hier ist die nicht flüssig. Sehr schön. Okay, ich probiere auch die. Also hier muss ich ganz klar sagen, für mich die beste Sorte von den dreien. Richtig schöner, intensiver Nougat-Geschmack. Mega gut. Auch hier wieder nicht zu süß das Ganze. Ja, richtig top. Also drei leckere Pralinen definitiv. Dann sind wir auch leider schon durch, schon alle probiert. Ging schnell diesmal. Dann zeige ich euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Da gibt es schon meine Bewertung. Ja, von mir gibt es den Doppeldaumen nach oben für diese leckeren Schokopralinen von der Firma Heidel. Haben mir richtig gut geschmeckt. Dann kommt noch diese schöne Metalldose dazu. Ja gut, preislich 7,50 Euro. Liegt natürlich mit an der Dose. Kostet ja auch ein paar Cent in der Herstellung. Ne? Deswegen 7,50 Euro finde ich da auf jeden Fall gerechtfertigt. Können ja dann später noch andere Sachen reintun, irgendwas sammeln oder so. Keine Ahnung, Süßigkeiten aufbewahren oder was auch immer. Ja, für mich hätten es jetzt noch ein, zwei andere Geschmacksrichtungen dabei sein können, dann wäre es der Dreifachdaumen geworden, aber so Doppeldaumen nach oben ist natürlich auch eine super Wertung und eine ganz klare Kaufempfehlung. Gut, mein kleines Testvideo endet schon wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet und wenn ihr mögt, schaut gerne auch morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon das nächste Testvideo. Ich freue mich auf euch und sage bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt euer Arzenberger.